Die Corona-Krise ist aktuell das alles überlagernde Thema. Stündlich ändert sich die Lage und jeder versucht, aus einer Vielzahl von Informationsquellen den Überblick zu behalten. Geschäftsführer, Vorstände und Führungskräfte auf allen Ebenen haben nun viele Fragen, wie das eigene Unternehmen durch diese Krise gelenkt werden kann. Liquiditätsplanung und Sicherung, Kostenmanagement, Kurzarbeitergeld, Förderprogramme, Krisenkommunikation und weitere Themen stehen aktuell im Vordergrund. Aktuell werden wir von vielen Teilnehmern unseres Leadership-Trainings gefragt, worauf ist in dieser Corona-Krise zu achten und welche Empfehlungen haben wir? Unsere Kunden haben zum Teil kollabierende Geschäftsprozesse und bei anderen wandeln sich gewohnte Abläufe von heute auf morgen fundamental. Jetzt sind Sie als Führungskraft und starker Krisenmanager gefordert. In der Krise gelten andere Führungsregeln als im Normalbetrieb. Wir möchten Ihnen unsere Erfahrung der Führung in Krisensituationen anbieten. Folgende zentrale Aspekte sollten wir Verantwortliche jetzt sicherstellen. Erstens, zuerst sollten Sie sich selbst zentrieren. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sicherzustellen, dass Sie Ihrem Team ein ruhiges, rationales Auftreten präsentieren können. Wenn Sie Angst fühlen, überträgt sich diese leicht auf andere. Es ist jetzt wichtig, Ruhe und Zuversicht auszustrahlen, auch wenn es schwerfällt. Sie sollten sicherstellen, dass Sie selbstbewusst sprechen, auch wenn Sie Unsicherheit kommunizieren. Sie können offen sein, wenn Sie nicht alle Antworten in diesem Moment kennen, aber stellen Sie sicher, dass Sie immer noch die Kontrolle über die Situation haben. Am Ende kommunizieren Sie konkrete nächste Schritte. Zweitens, bilden Sie ein zentrales Krisenmanagement-Team. Was in der Politik der Krisenstab ist, ist im Unternehmen das Krisenmanagement-Team. Dieses muss regelmäßig zusammenkommen. Diese Teams sollten nicht zu groß sein und alle für die Krise relevanten Funktionsbereiche kompetent repräsentieren. Treffen Sie Entscheidungen als Team und in enger Abstimmung. Entwickeln und kommunizieren Sie einen gemeinsamen Krisenplan. Legen Sie Liquiditätsplanung, kundenseitige Aktivitäten, Regeln der Arbeitsorganisation wie zum Beispiel Homeoffice-Regeln, präventive Hygienemaßnahmen, Kommunikationsstruktur etc. fest. Unterziehen Sie Ihre Entscheidungen einem kontinuierlichen Review und steuern Sie bei Bedarf nach. Die zentralen Aufgaben des Krisenstabs sind: informieren, Lage bewerten, Notfallpläne aktivieren, Maßnahmen veranlassen, Maßnahmen überwachen und externe Kommunikation. In der aktuellen Phase sind kluge und schnelle Entscheidungen besonders wichtig. Wichtig ist, dass Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern signalisieren, dass Sie und das Unternehmen einen Krisenplan haben, mit dem die Krise überwunden wird. Das schafft Vertrauen und stärkt die Zuversicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Drittens, seien Sie verantwortungsvoll und denken Sie strategisch. Wir hören von Unternehmen, die Personal in der Probezeit entlassen, die Einstellungen rückgängig machen oder Entlassungen durchführen. Überlegen Sie sich derartige Schritte sehr gut. Zum einen haben Sie eine große Verantwortung als Unternehmer und als Arbeitgeber. Ihre Mitarbeiter machen den Unterschied aus. Überlegen Sie sich unbedingt das Signal an den Rest der Mitarbeiterschaft, wenn Sie zu schnell Kündigungen aussprechen. Es wird die Belegschaft lähmen und die Unternehmenskultur ins Negative verwandeln. Viertens, konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und seien Sie fokussiert. Was ist wichtig und was ist dringend? Ein guter Krisenmanager ist fokussiert und konzentriert sich auf das Wesentliche. Stellen Sie sich die Frage, welche Krisenthemen haben jetzt die allerhöchste Priorität? Ist es die Liquiditätssicherung? Ist aufgrund der Infektionsgefahr die Fortführung des Gesamtunternehmens gefährdet? Welche Funktionsbereiche müssen auf jeden Fall weiterlaufen? Ist es die IT, die Buchhaltung, die Fertigung? Wo müssen Mitarbeiter und Mitarbeitergruppen voneinander separiert werden, damit diese sich nicht gegenseitig anstecken können und damit Ihr Unternehmen völlig lahmgelegt wird? Konzentrieren Sie sich also auf das Wesentliche.
Fünftens, kommunizieren Sie mehr denn je. In Krisenzeiten ist Kommunikation wie gesunde Ernährung, wenig und oft. Also vielleicht verdoppeln Sie die Frequenz, aber halbieren Sie die Dauer. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kollegen wissen, was Ihr Unternehmen tut, was Ihr Team tut und was Sie tun. Jeder will aktuell möglichst viele und aktuelle Informationen über die Corona-Krise in der Gesellschaft haben. Im Unternehmen ist es ganz genauso. Alle Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen nun Infos, wie es mit dem Unternehmen und Ihrem Arbeitsplatz weitergeht. Kommt das Unternehmen nun in eine Krise? Wird das Unternehmen die Krise überleben? Welche Einschränkungen wird es geben und ist mein Arbeitsplatz sicher? Wird Kurzarbeit angemeldet? Wird es Kündigungen geben? Bin ich auch betroffen? In der aktuellen Corona-Krise werden Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrscheinlich alle verunsichert sein. Flurfunk und stille Post führen dazu, dass negative Gedanken und Sorgen die dominierenden Gesprächsinhalte werden. Hier empfehlen wir eine direkte Kommunikation der obersten Führungskraft, damit es nicht zur negativen stillen Post kommt. Nutzen Sie die vorhandenen Kommunikationskanäle und sorgen dafür, dass alle, vom Hausmeister bis zur Führungskraft, von Ihnen direkt informiert werden. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich als Führungskraft in der Krise in ein Schneckenhaus zu verziehen. Sechstens, nutzen Sie Ihre Netzwerke und holen Sie sich Rat ein. Die Dynamik und Komplexität der Krise bedeutet auch, dass Sie auf Informationen und Rat aus Netzwerken angewiesen sind. Sprechen Sie mit Ihren Netzwerkpartnern, die für Sie und Ihr Unternehmen in der Krise wichtig sind. Sind es Sparkassen und Banken für die Finanzierung und Liquiditätssicherung? Steuerberater und Wirtschaftsprüfer für Finanz- und Steuerthemen? Arbeitsrechtler für die Beantragung des Kurzarbeitergeldes? Lieferanten, Marktbegleiter, Kunden und so weiter? Durch diesen Informationsaustausch erhalten wir alle ein einigermaßen rundes Bild in unrunden Zeiten. Siebtens, achten Sie auf sich selbst. Sie als Krisenmanager sind jetzt permanent gefordert und das ist auf Dauer kräftezehrend. Damit Sie gesund bleiben, gönnen Sie sich täglich eine Auszeit, bei der Sie mal für eine oder mehrere Stunden abschalten können. Das macht den Kopf frei und hilft Ihnen, die vielen auf Sie einprasselnden Themen neu zu sortieren. Was auch immer Ihre präferierte Methode dafür ist, gehen Sie zum Beispiel spazieren oder meditieren Sie. Beschäftigen Sie sich im Garten oder treiben Sie Sport. Wir wünschen Ihnen in jedem Fall, dass diese Krise schnell vorübergeht und wir alle gesund und wirtschaftlich mit einem blauen Auge durch sie hindurchkommen. Als Ihr Business Leadership Partner bieten wir Ihnen unsere schnelle Unterstützung an. Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.